Und fange an. Wir haben Samstag, den 8.10.2022 und mal wieder Samstalk oder Verantwortungstalk. Und ich brauche nicht viel zu sagen zu inhaltlichem und technischem Rahmen, weil es da in unserem korruptionsbefreiten Forum einen Thread zu gibt. Das Forum hat den Titel www.freie-argumente-kultur.de. Nur die Überschrift, wir tauchen hier auf aus dem Fluss des Lebens, um die große Verantwortungsfrage zu stellen. Und wir machen es redetechnisch als Redekreis mit flexiblen Anteilen in jeder Runde. Das heißt, jemand kann einen anderen unterbrechen, sagt dann Wechsel. Und dann kann der so seinen Beitrag dazwischen haken. Und ja, das ist es schon. Damit gebe ich mal zum. Ah, ne, halt. Wir können überlegen, wir hatten beim letzten Mal ein ganz, ganz spannendes Thema am Ende, was wir weiter durchdenken könnten. Und zwar war das die Frage, inwiefern gerade auch Schenkerbewegung oder die Welt insgesamt anfällig ist durch Manipulation der Sicherheitssparte. Das heißt, inwiefern lassen wir uns instrumentalisieren, dass die Waffenindustrie und überhaupt alle, die an einem Krieg Vorteile haben oder an dieser Zerstrittenheit, sagen wir es mal im ganz allgemeinen Sinne, dass die uns missbrauchen können. Also jetzt zum Beispiel das Schenkerbewegen oder irgendein pazifistische, eine pazifistische Initiative, die Menschen aufrufen würde, ja, legt eure Waffen nieder. Das führt dann, so die Sicht zum Beispiel von Dylan, dazu, dass die anderen nicht freudig sagen, okay, wir können auch die Waffen niederlegen, sondern dass wie bei den Urvölkern, den Indianern und so, die, die noch Waffen haben, dann hinkommen und sie brutal erobern und unterwerfen. Aber jedenfalls, dass das Krieg führen kräftig weitergeht und die Waffenindustrie jubelt. Also das wäre eine Missbrauchbarkeit der Pazifisten durch die, die dann eben die Durchsetzungsfähigkeit der anderen sich darüber freuen oder das fördern, denen können sie wieder Waffen liefern und so weiter. Ja, also ich sage das nur als Einstiegsbemerkung. Aus meiner Sicht können wir dieses Thema wirklich gründlich jetzt heute mal durchdenken oder durchdiskutieren, Ich kann ja weil ich gleich drauf kündigte. eingehen, auch dann ein bisschen. Genau, weil ich kündigte beim letzten Mal schon an, dass ich der Ansicht bin, dass Schenkerbewegung sehr resistent ist gegen die ganzen Manipulationsversuche und auch ein gutes Konzept, ein Abwehrkonzept präsentieren kann, wenn man das so weiterdenkt, was wir vertreten, gegenüber solchen Hoffnungen der Sicherheitssparten oder Waffenindustrie. Gut, dann gebe ich für den ersten inhaltlichen Beitrag, wenn wir wollen, eben unter dieser Themenüberschrift heute erstmal an den Dill. Wechsel 4. Ja, warte, Moment, Moment. So, ich drücke manchmal auf den falschen Knopf einfach. Hier ist der Knopf. Ja, hier ist er. Ja, nach den weltberühmten Professoren Albert Einstein und Stephen Hawking kommt jetzt auch der Weltrat Next Scientist for Future.de ja zu dem Schluss. Wir haben eigentlich sehen wir keinen Grund für irgendeine Hoffnung. Wenn sogar so kluge Leute wie der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, öff, hier und der Janik und so weiter, überhaupt nicht in der Lage sind, aus unserer Sicht auch nur im Mindesten die vorteilbringenden Irrtümer anderer fremder Sparten, die sich da quasi ja, im Sinne von Lobbyisten wider Willen eingepflanzt haben in Gehirne, da aus unserer Sicht natürlich gesehen nicht rankommen. Ja? Auch der Louis ist ja wieder in Versenkung versunken, weil er irgendwie jetzt wieder irgendwelchen anderen vorteilbringenden Irrtümern anderer Sparten nachhängt, wahrscheinlich und so weiter. Ja, also, und ich selbst sehe es also auch so,
Das ist mittlerweile Kommune, halte ich auch für fast unmöglich, dass das gelingen kann, wenn so viele Irrtümer in den Köpfen sind, die alle rauszuschmeißen für eine gelingende, glückliche Kommune, das scheint mir fast unmöglich. Und ich selbst sage zu mir, Leute, seid nicht traurig, wenn ich irgendwie sterbe. Ich hänge jetzt nicht mehr am Leben, weil ich sage, ich muss dieses Leiden im Kapitalismus mir nicht weiter antun. Ja, und diese Frage des Krieges, die war sowieso letztendlich so gewesen, dass ich das für total unrealistisch halte, weil es das Entscheidende ihr nicht berücksichtigt habt. Dass die vorteilbringenden Irrtümer, die bei Kriegen eine Rolle spielen, immer auch beinhalten, dass die anderen Menschen und zu Untermenschen genannt werden, zu Kakerlaken, zu Insekten, zu Schädlingen, zu Volksschädlingen. Es gibt Millionen Namen, wie dann die Leute entmenschlicht werden. Und dann wird das von Jannik beschworene Gewissen, gibt's nicht. Und wenn man das vom Gefühl her Kakerlaken tötet, gibt es kein schlechtes Gewissen, sondern man hat das Gefühl, man tut der Welt einen guten Dienst, wie das die Leute bei Hitler dann taten, der also diese Illusion hatte, er würde der Menschheit einen guten Dienst tun. In Wirklichkeit hat er die Intelligenz Deutschlands, die jüdische Intelligenz Deutschlands getötet, und damit dann das Land Richtung Armut bewegt und Richtung mehr, also eigentlich war das auch ein vorteilbringender Irrtum der Sozialspaten, ja. Weil wenn ich die Juden und damit die fähigen Reichen vertreibe oder töte, dann mache ich das ganze Land dümmer und ärmer. Und davon profitieren im Wesentlichen die Sozialsparten. Ja? Also, aber Hitler war auch von vielen anderen Sparten infiziert, von der Waffensparte und so weiter. Also man kann ganz klar sagen, aus meiner Sicht ist die Schenker-Bewegung da voll von den Irrtümern, wobei ich das mit der inneren Sicherheit eher abgehakt habe. Ich sehe nur noch Reste an vorteilbringenden Irrtümern und die sind gewaltig, der Sozialsparten und der Gesundheitssparten, wie sich's letzte Mal zeigte. Denn da waren aus meiner Sicht Illusionen über Heilpraktiker, ähnliche Ärzte. Und deren nicht erkannte tatsächliche Schädlichkeit, da ging es drum, ja. Wechsel, sagt mir, wo ich mich irre. Das ist ja wie immer die Frage, wo irre ich, wo du? Wechsel. Ja, Wechsel 3. Ich kann ja mal kurz. Hört man mich? Ja, sehr gut. Okay, gut. Also zum Thema Gewissen, das kommt, glaube ich, von Wissen. Also nur so ein kurzer Einschub. Ich gehe jetzt nicht ein auf du hattest ja gesagt, dass du da die Irrtümer in der Sozialsparte, in der Gesundheitssparte. In der Gesundheitssparte siehst bei uns, bei den Schenkern. Ich weiß nicht, vielleicht mag Öffi gleich drauf eingehen. Ich wollte nur kurz noch sagen mit dem Gewissen, wie ich das sehe. Also ich sehe, weil du ja auch davon gesprochen hast, dass im Kriegsfalle dann die Leute als wohl kein Gewissen haben und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gewissen halt manipuliert, gestört ist und also ich denke, Gewissen hat was mit Wissen zu tun. Wenn eben nicht das richtige Wissen da ist, dann kann es eben so manipuliert sein, dass es eben den Schaden anrichtet. Aber dass es durchaus möglich ist, mit dem richtigen Wissen und der Entmanipulation das auch wiederherzustellen. Das wollte ich nur zum Thema Gewissen sagen und dann sage ich gerne Wechsel. Ja, Wechsel 2, Wechsel 2. Also, ich will mich konzentrieren auf das Sicherheitsthema, wenngleich, ja, es dann zu dem Korruptionsthema erstmal, wenn man ansetzt, in allgemeiner Form ja auch führt. Weil, was wäre eigentlich zu sichern, ist aus meiner Sicht die Grundfrage. Und die zu sichern wäre, dass das, was insgesamt sinnvoll und verantwortlich ist, nicht durch kurzsichtigere Motive, Machenschaften oder Durchsetzungen
beschädigt oder verhindert wird. Also Gewalt ist Macht, die eingesetzt wird gegen das, was im Ganzen sinnvoll ist. Gewalt ist schädliche Macht. Und insofern, ich glaube, dass Schenker-Bewegung da einen ganz tiefen Sicherungsmechanismus hat, bezüglich Sicherheit, Sozialsparten, Gesundheitssparten und allem, durch diese Verantwortungsvertrauenslogik, sag ich mal. Also wer das näher haben möchte, kann da eine der letzten Sendungen sich anschauen, wo wir über das Thema sprachen, können wir uns selbst vertrauen und wo ich erklärt habe, dass wir da in Schenker-Bewegung ganz streng sind, sowohl gegenüber uns selbst wie gegenüber irgendwelchen anderen Stimmen, ob das Psychosestimmen von innen sind oder Herrscherstimmen von außen. Vertrauenswürdig muss die Kriterien erfüllen, durchschaubar, verlässlich nach Werten gehend, die mir gut tun, wenn ich darüber nachdenke. Und wenn ich ein global denken, lokal handeln Mensch bin, durchschaubar und verlässlich nach den Werten gehen, global denken, lokal handeln. Und dadurch kann man Wechselwunsch. ganz viele Stimmen super aussortieren, in sich und außerhalb von sich, und kann eine sehr sichere Grundlinienführung einschlagen. So, ich beziehe es aber jetzt. Wechselwunsch. Ja, gerne, Wechsel 4, dann, ja. Ah, du gar nicht ausgenutzt, die 30 Sekunden, ja. Wechsel 4. Also mir ist noch Erinnerung, dass eigentlich unser Wechsel 4 das entscheidende Argument ja war, dass ich sage, dass die Schenker-Bewegung mit ihrem Gedankengut, wenn es von vielen anderen geteilt wird, Deutschland zum Ukraine-ähnlichen, Indianer-ähnlichen Opfer irgendwelcher kapitalistischen Angriffsgelüste machen würde und dass die Schenker-Bewegung Deutschland schutzlos der kapitalistischen Gewaltwahn ausliefern würde, was ich für verantwortungslos halte. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ja, das hatte ich ja in der Einleitung auch schon gesagt, dass das eins der anzweifelnden Argumente so war, die du da auch beim letzten Mal geäußert hast. Und nicht nur du, das Argument kommt ja immer wieder auch von Wechselwunsch. verschiedenen Seiten. Ja, Wechsel 4, gern. Weil ich bin der Meinung, dass die Schenker-Bewegung noch nicht begriffen hat, aus unserer Sicht, dass der Krieg eine Neuerfindung der Waffenhändler war, sondern dafür andere Erklärungsmodelle hat, die aus unserer Sicht völlig falsch sind. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also da sehe ich Krieg jetzt als Gewalt, die andere Wesen dann schädigen, zerstören oder gar auslöschen will. Das gibt es sogar im Tierreich, also sogar die Schimpansen und die Gorillas und so können da aneinander geraten. Und ja, also das sehe ich in einem weiteren Sinne, und ich sehe auch Streit und Gewalt unter Menschen, auch kriegerische Gewalt, nicht nur bedingt dadurch, dass Waffenhändler an Waffen verdienen wollen, sondern das kann irgendeine Form von Gier, Eifersucht, Machtgelüsten sein, Unterwerfung anderer, was dann zu kriegerischer Gewalt führt. Und ich glaube, die Menschheitsgeschichte ist da auch voll genug von der ganzen Vielfalt der Motive. Wechselwunsch. Ja, Wechsel 4. Bitteschön. Wechsel 4. Ja, also, na, da ist der Knopf. Die Bonobos haben auch Gier. Die haben auch Neid und Missgunst. Und trotzdem sind sie pazifistisch, weil eben sie keine Waffenhändler haben. Wechsel. Ja, Wechsel 2, das ist bei den Bonobos weitgehend so, aber das ist ja auch ein auffälliger, besonderer Stamm von Tieren so. Und bei den anderen sieht es ganz anders aus. Und ich sagte schon, da gibt es eben die kriegerische Gewalt, oder das, was wir so bezeichnen würden, gibt es in der sonstigen Natur oder unter den Tieren auf jeden Fall auch, auch ohne Waffenhändler. Wenn Wechselwunsch. dann, ja, bitteschön, Wechselwunsch, Wechsel 4. Wechsel 4, ja. Aber nur die Bonobos sind uns Menschen ähnlich. Piep, piep, piep. Wechsel 2. Nee, also da sind wir schon mit dem übrigen Leben, den Lebewesen, den Säugetieren und sowas auch verwandt, wenngleich nicht so direkt wie mit den Bonobos. Und die Möglichkeit der Lebewesen, also gerade auch der Säugetiere, sich kriegerische Gewalt anzutun,
Das ist einerseits für mich ein klares Ding und vor allem, dass unter Menschen, auch bevor es im engeren Sinne Waffenhändler gab, auch die Steinzeitvölker da mit ihren Äxten und sowas, die sich selber gebaut haben, aufeinander losgehen konnten und sich abschlachten konnten. Also das halte ich für eine Verengung, eine monokausale Verengung der Kriegsthematik, und sehe, dass man das weiter ansetzen muss. Aber wenn erlaubt, dann setze ich gleich mal an. Denn ich sehe, also wenn man Gewalt, kriegerische Gewalt, sehr stark auch deshalb als Gefahr ansieht, weil sie so eine kurzsichtige Durchsetzung bedeuten kann auf Kosten dessen, was für alle und fürs Ganze eigentlich gut ist. Wenn man das so sieht, dann sehe ich verschiedene Ebenen, wo man das sichern müsste. Also die erste Ebene ist in sich. Habe ich, auch ohne dass andere kommen und mich korrumpieren, habe ich kriegerische Gewaltgelüste in mir. Also andere zu deren Schaden auch zu unterwerfen, zu nutzen für meine Ausnutzungsinteressen oder auszurotten. Ich glaube, das Piep, piep, alleine piep. offenbart schon ganze Abgründe. Ja, bitteschön. Ja. Ach, bin ich fertig? Ja, Okay, dann ja. auch gut. Ja, du hättest jetzt noch, ich habe jetzt gesehen, 1 Minute hättest du jetzt noch, aber dann wäre endgültiges Ende. Also ich habe noch 1 Minute in der Runde jetzt, Nee, oder? nur wenn du den Gedanken noch nicht rund empfindest, kannst du bis zu maximal 1 Minute dranhängen. Jeder kann Okay. das immer dranhängen, weil aber Okay. begrenzend auf diese 1 Minute Verlängerung dann. Okay. Ja, dann kann ich noch die Überschriften vielleicht nennen. Also in sich, wie sichere ich, dass das insgesamt sinnvolle und gute eben mein Motiv überhaupt ist und nicht ganz andere dagegen kriegführende Motive? Im Miteinander, wie schaffe ich eine Verbundenheit, die mich friedlich macht und auch fähig, mit den anderen zu teilen, statt dass ich in ihnen fremde Objekte sehe, die ich ausbeuten oder eventuell auch versklaven und unterdrücken oder ausrotten kann. In gesellschaftlicher Dimension, wie kann Demokratie so funktionieren, dass es nicht wieder auch irgendwelche kurzsichtigen oder korrumpierten Interessen sind auf Kosten anderer oder des Ganzen? Und auch mal ganz konkret, wenn man es nach außen betrachtet, jetzt in der gesellschaftlichen Dimension, wie kann ein gewaltsamer Angriff von außen auf sicherste Weise behandelt werden oder auf sinnvollste Weise abgewehrt oder ja, damit umgegangen werden? Okay, das wären so Überschriften. Damit gebe ich dann erstmal weiter. Ja, Wechsel 4, ich warte nur noch deine letzte Sekunde ab. Ja, Wechsel 4. Ja, meine letzte Schlussbemerkung ist zu dieser Runde, dass ich ja der Schenkerbewegung gar nicht vorwerfe, dass sie selbst infiziert wäre von den Waffensparten. Das sehe ich ja gar nicht als das Problem. Ich sehe ja viel riesiger das Problem der Sozialsparten. Und dabei öffne ich schon mal das Thema für die nächste Runde, nämlich viele vorteilbringende Irrtümer vieler Sparten wirken gegen die Savannen-Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe. Aber keinerlei vorteilbringende Irrtümer wirken dagegen, dass ein Milliardenerbe seine Milliarden nimmt, zum Beispiel der Aldi-Erbe, einer der Aldi-Erben seine Milliarden nimmt, auf Jahre einteilt, bis zu seinem Tode quasi, und dann ein Gutmensch wird. Aber das muss ich dann in der nächsten Runde tun, denn jetzt ist der Sudden Death erreicht. Nur noch Yannick hat was irgendwas auf dem Konto. Ja, ich gebe ab für die nächste Runde. Ja. Wechsel 4. Also, das halte ich für zentraler, dass also der Aldi-Erbe laut Yannick und Öffi könnte ja Glücksorgasmen erleben, wenn er endlich Gutes tut und seine Märkte, obwohl er jedes Jahr 1 Milliarde Verlust macht, zum Beispiel, in ein Gesundheitsanregungsmärkte umwandelt, weil er damit natürlich die ganzen Zuckergeschäfte nicht mehr so macht und die ganzen Geschäfte durch Glyphosatgemüse und Giftgemüse und Chemikalien, Konservierungsstoffe und all das. Dadurch verliert er jedes Jahr 1 Milliarde Euro. Aber jetzt müsste er ja
glücklich sein damit, weil er ja glücklich ist, ein Gutmensch zu sein und sein Gewissen zu erfüllen. Und vor allem müsste er ja glücklich darüber sein, dass er selbst detektivisch sozusagen alle seine früheren Irrtümer, die er fest geglaubt hat, jetzt plötzlich nicht mehr glaubt, ja, und für Unwahrheit erkennt und so weiter. Aber gegen dieses Gutmenschentum, das all die Erbens, da würden alle jubeln, wenn er das täte. Alle würden ihn belohnen, während wenn Menschen Bonobos Sex treiben und in der Gruppenehe alle mit allen Sex haben, da würden alle schimpfen und alle hasserfüllt dagegen reden und so weiter. Und deswegen sage ich, gegen das, was die Schenkerbewegung eigentlich von den Menschen verlangt, gibt es keinen einzigen kein Gegentabu sozusagen. Deswegen gibt es dort nur einen Grund, warum die Leute das nicht machen, weil es nicht ihre Natur ist. Und weil diese Glücksorgasmen, außer bei Öffi und einigen anderen wenigen, bei anderen Menschen gar nicht vorkommen. Sagt mir, wo ich mich irre, wechsle. Ja, wenn gewollt, kann ich Wechsel 2 sagen. Wechsel 2. Ich betone jetzt erstmal, wäre es so, dass du recht hast, dann sind wir nicht dagegen, dass für die Menschen, die in sich kein Glück in der Verantwortung fürs Ganze erleben, globaler Liebe oder wie man es nennen will, Vereinigung mit dem kosmischen Bewusstsein oder der kosmischen Intelligenz, wenn die das nicht empfinden, haben wir nichts dagegen, dass da eben gute Konzepte entwickelt werden, wie jetzt die Wohlfühlstimme von der GWO, womit die Menschen auf dem Weg zum nicht schädlichen Verhalten oder zum Einklang mit dem Wohl des Ganzen dann zusätzlich sozusagen Krücken bekommen, wie eben kurzfristigere Belohnungseffekte dafür, dass wir das Richtige machen. Natürlich braucht man dann für diejenigen, die sich die ganze Strategie mit solchen Belohnungseffekten ausdenken und die das aufbauen, die müssen natürlich wissen, wofür sie es machen. Also es braucht dann schon eine geistige oder moralische Elite, die überhaupt sieht, dass auch diejenigen, die nur für ihre kurzsichtigen, schädlichen Interessen leben, dass man für die was machen müsste, damit sich das ändert und bessert. Und die müssten ausreichend sich zusammentun und müssten andere weiter denkfähige Menschen mit überzeugen können, damit dann solche Konzepte umgesetzt werden. Also ich bin ja Realist. Ich halte das tatsächlich auch für sehr wahrscheinlich, dass die meisten Menschen so gebunden sind an ihre kurzsichtigen kleinen Interessen und Motive, dass das alles ganz schwer ist. Ich gehe ja sogar auch so weit zu sagen, und vielleicht trifft sich das ja, weil ich höre ja auch jetzt, dass der Weltrat der Weisen, der Dillen sagen, ja, fast aussichtslos. Ich sehe sogar, dass wenn man sich an die weitestdenkenden Menschen oder die Eliten wendet, dass auch da die Fähigkeit einzusehen, dass man solche aufs Ganze sinnvollen Konzepte, auch wie solche Belohnungsmechanismuskonzepte, dass man das machen sollte, das ist auch noch extrem schwierig. Aber warum glauben wir von Schenker-Bewegung, dass es auf jeden Fall ein Weg ist, den man immer einschlagen sollte und der auch Wechselwunsch. nicht auf der auch nicht als unmöglich dargestellt werden kann, schlicht weil wir die denkenden und sprechenden Wechselwunsch. Tiere sind, ja, nehme ich zur Kenntnis, weil wir die denkenden und sprechenden Wesen beziehungsweise Tiere sind. Und wenn wir nicht eine Schiene zum Glück und zur Verantwortung durch Denken und Sprechen finden, dann gibt es bestimmt nichts Ersatzfähiges. Ich gebe ab. Ja. Wechsel 4. Ja, das freut mich ja, dass immerhin die Schenkerbewegung auch erkennt, es könnte sein, dass die Anreize für manche Menschen sinnvoll sind, aber das führt eben leider zu dem entscheidenden Nichtergebnis, dass immer noch die meiste Energie der Schenkerbewegung in die Hoffnung geht, dass die Menschen Wechselgrund. über Denken, ja, sozusagen das machen. Ja, Wechsel. Korrektur. Unsere Energie geht nicht dahin. Unsere Energie wird gespeist, dass wir aus dem Denken und Sprechen, also aus unserer Vernunftseele heraus leben können und miteinander so umgehen, wie es dafür passt und versuchen, Gemeinschaften zu bilden, solche Verantwortungskommunen, weil das ist die erfüllteste und glücklichste Lebensweise, wie auch Dylan und ich in einer Werbeanzeige mal gesagt haben. Das heißt, das ist nicht irgendwelche abgelenkte, verlorene Energie, sondern das ist das Nicht-Anschließen an die höchste Tankstelle, um dann auch Energie für alles andere im Leben haben zu können. Wechsel, ja. Wechsel Wechsel, ja. 4.
Wechsel 4. Also ich lese mal vor, was ich geschrieben habe. Schenker wollen die Menschen erziehen und verbessern. Auch denen Gutes zu tun, die ihnen genetisch aus biologischer Sicht in Wirklichkeit gleichgültig sein müssen aus biologischer Sicht. Während die Wohlfühlstimme als Herzstück der GWÖ-GWO-Kombi, Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, die alle Menschen zwingt, allen Gutes tun zu müssen, um dann den eigenen um den Verwandten Vorteile verschaffen zu können. Also die GWÖ-GWO-Kombi macht quasi den Trick, sie nimmt diese biologische Beschränktheit auf die eigenen Familienmitglieder und für die sorgen zu wollen und macht den Trick der Anreize, sodass die Leute, um ihren Verwandten Vorteile bringen zu können, gezwungen sind, auch allen anderen 80 Millionen Deutschen Gutes tun zu müssen, weil sie sonst nämlich gar keine Belohnung mehr kriegen. Wechsel. Ja, Wechsel 2, wenn es gerade passt. Nee, also erstens wollen wir die Leute nicht in dem Sinne erziehen, sondern wir sind dafür auf Augenhöhe einander in direkter, gleichberechtigter, also Auseinandersetzung, Argumentegleichberechtigung, Wege zu finden, die für alle überzeugend sind und die man dann aus eigener Einsicht und Freiwilligkeit schon mit umsetzen kann. Also wir versuchen, die Reife zumindest zur Erkenntnis der Richtung zu Glück und Wohl des Ganzen, auch als eigenem Glück. Das versuchen wir bei den Menschen anzusprechen. Dazu fühlen wir uns auch verpflichtet, weil wir stehen nicht so über den anderen Menschen, dass wir sie von oben herab zwangsweise oder manipulativ irgendwie erziehen können, sondern dass wir sie als Mitdenkende so auf Augenhöhe meinen, behandeln zu müssen. Und ja, die Sichtweise, dass man Leuten, Wechselwunsch. dass einem Leute, ja, die Sichtweise, dass einem Leute gleichgültig sein sollten, teilen wir nicht, weil wir der Ansicht sind, dass nicht kleine Familien, sondern eine Menschheitsfamilie die einzige Lösung ist, dass nicht Menschen, die Atomwaffen entwickelt haben, die gegeneinander schmeißen, sondern dass wir diese familiäre Verbundenheit auf die Menschheit ausdehnen müssen. Ja, aber ich gebe erstmal ab. Wechsel 4. Ja. Das wäre missverständlich. Ich habe natürlich nicht gemeint, dass wir wollen, dass Menschen so sind, sondern dass wir sagen, dass Menschen so faktisch sind. Der normale Mensch vererbt immer nur an Verwandte und niemals an den Rest der Welt. Nur wenn er keine Verwandten hat, dann macht er eine Stiftung, um sich selbst berühmt zu machen. Wechsel. Ja, Wechsel 2, das stimmt ja nicht, weil zum Beispiel die Reichen haben jetzt so einen Verein sogar gegründet, wo sie den Großteil ihres Geldes für das Wohl der Menschheit weggeben wollen, statt für ihre Blutsverwandten, die es erben würden. Wechselwunsch. Aber sogar wenn die heuchlerisch und täuschend sind, so gibt es Menschen, die nicht nur an sich und die Verwandtschaft denken, sondern eben auch an das Wohl anderer. Siehe Spenden und gemeinnütziges Engagement und was weiß ich alles. Ja, ich gebe ab. Und na, Moment, die Uhr. Wechsel 4. Diese Giving Pledge von Warren Buffett und Bill Gates und so weiter, das ist aber eben alles wieder der falsche Weg, weil was nützt es, wenn die einen Teil ihres Vermögens abgeben? Der Mensch wird ja nicht gesund und die Welt wird ja nicht gesund und der Kapitalismus wird ja nicht aufgehoben, nur dadurch, dass plötzlich die Leute ein paar mehr Euro in der Tasche haben, womit sie noch mehr Konsum praktizieren können und die Erde noch schneller ruinieren können. Wechsel. Ja, völlig richtig. Wobei trotzdem zeigt es, dass sie bereit sind, für die anderen was zu geben, auch wenn die Methode oder Schiene, auf die sie das dann geben wollen, wenn da noch große Mängel sind. Piep, piep, Wobei ich piep, piep. letztens, ja, wobei ich letztens eben gelesen habe, dass der Bill Gates gesagt hat, auch weil ihm da so kommunikativ immer so schlimme Sachen vorgeworfen oder unterstellt würden, er wollte durch die Impfung die Menschheit töten und was weiß ich alles, dass wenn da irgendwo ein Ansatz ist, diese Fake-Informationen und Kommunikation aufzulösen und da was anderes hinsetzen zu können, das wäre investitionswürdig. Also ich muss noch mal gucken, ob ich den Artikel noch finde, aber
Man sollte ihm jedenfalls mal sagen, dass die freie Argumentekultur und gewaltfreie Kommunikations- und Konfliktkultur von Schenker-Bewegung ja zumindest mal ein überlegenswerter oder prüfenswerter Ansatz sein könnte. Ja, gib ab. Na, so. Wechsel 4. Ja, leider ist jetzt deine Zeit rum, aber für die nächste Runde. Du hast jetzt natürlich nicht darauf geantwortet, wieso der Aldi-Erbe. Und da müssten doch ganz viele dieser Milliardäre müssten auf deine Ansprache begeistert sein, wenn du ihnen sagst, das wahre Glück kommt, wenn ihr eure erworbenen Milliarden jetzt jedes Jahr davon 1 Milliarde opfert, um den Menschen wirklich Gutes zu tun. Aber das kannst du erst nächste Runde beantworten. Erstmal Wechsel. Nur noch Yannick hat Konto. Ja, ich gebe ab für die nächste Runde. Ja, und dann mache ich noch zu Ende hier meins. Wechsel 4. Also auch noch Nachtrag zu der letzten Woche, weil ich mir ja die Sendung wieder zweimal angetan habe. Es ist folgendermaßen. Vorteilbringende Irrtümer zielen ja nicht. Vorteilbringende Irrtümer sind genauso wie Mutationen im Genom, nicht bewusste Vorgänge sind, müssen wir heute sagen, ja, ich habe es gehört, ich mache noch rund, genauso wie sozusagen Irrtümer sind die Mutationen des Geistes. Wahrheiten und Irrtümer sind Mutationen des Gehirns. Und die sind im Wesentlichen genauso wenig bewusst wie die Mutationen des Genoms. Denn wenn ich einen Irrtum entwickle, ist mir ja gar nicht bewusst, dass ich gerade einen Irrtum entwickle. Insofern ist da auch wieder die Nichtbewusstheit. Und vor allem zielen vorteilbringende Irrtümer niemals auf die Schenkerbewegung und auf die 30 Leute. Was die machen, ist für die Sparenden völlig egal. Vorteilbringende Irrtümer gucken quasi so oder richten sich danach, ob 83 Millionen Menschen, wenn sie von Ideen der Schenkerbewegung infiziert würden, ob sich dann die Gesellschaft Richtung Armut bewegen würde. Piep, Ende. Ja, neue Runde für alle. Wechsel 4. Dann mache ich gleich weiter. Wir sind ja in der nächsten Runde. Ja, das bedeutet also ganz konkret gesagt, nichts davon, was die Schenkerbewegung tut und was die Schenker tun, nachdem sie wieder aussteigen aus der Schenkerbewegung, ist überhaupt relevant. Darüber haben wir das letzte Mal viel zu viel. Darauf habe ich mich aufs Glatteis führen lassen. Interessant ist, ob wenn jetzt die Schenkerbewegung Gehör finden würde bei 83 Millionen Menschen und die alle die Idee entwickeln würden, wir könnten den Menschen höher entwickeln, als Säugetiere gewöhnlich sind, nämlich orientiert auf ihre eigenen Familien und über die eigenen Familien die eigenen Gene in die Zukunft zu transportieren, dass dieses Höherentwickeln der Menschen, höhere geistige Wesen, sinnorientiert, verantwortungsorientiert für die nächsten Generationen und für alle in der Welt, wenn eine Gesellschaft so umgebaut wird, dass sie das für die Grundlage nimmt, dann sagen wir Biologen, dass sie dann verarmt und eben mehr Kundschaft für Sozialspartler, aber auch nicht jedes Mal. In der DDR zum Beispiel gab es nicht unbedingt mehr Kundschaft für Sozialspartler, aber grundsätzlich, normalerweise, im Durchschnitt entwickelt sich eine Gesellschaft Richtung Armut und mehr Jobs für Sozialspartner, wenn solche Gedanken sich ausbreiten. Und nur so global ist das mit den vorteilbringenden Irrtümern zu verstehen. Wechsel, wo irre ich mich? Ja, Wechsel 2. Also nochmal, also der Aldi-Mensch, wenn er sich für seine Vernunftseele öffnen würde, dann könnte er jubeln über das Angebot von Schenker-Bewegung. Ich sagte schon, ich gehe nicht davon aus, dass das alle so machen. Für die braucht man dann vielleicht auch andere Krücken in der Entwicklung. Wechselwunsch. Indem wir uns dem Zielzustand verschreiben und uns diese Dimension schon geben, haben wir dadurch die höchste Erfüllung und auch mehr Energie für alles andere, auch anderen bei den Krücken zu helfen, als es sonst irgendwie ginge. Also gibt es da keine Gegensätze. gib ab. Ja. Wechsel.
hier. Das bin ich, ja. Wechsel 4. Ja, eben. Der Witz ist doch, dass keinerlei Tabu diese all die Menschen, die Milliarden erben, nenne ich sie jetzt mal, davon abhält, genau das auszuprobieren. Es gibt kein Tabu dagegen, sondern jeder würde sie toll finden. Und jeder, während jeder uns verurteilen wird, wenn wir hier tatsächlich eine Schenker-Bonobo-kommunistische Gruppenehe mit all dem Sex hinkriegen würden, da würden uns alle verteufeln. Spätestens wenn die jungen Mädchen in der Pubertät hingehen und dann mit den Frauen Sex haben und mit den Männern Sex haben, da würde es dann absolut verteufelt werden, ja. Aber es gibt doch kein Tabu, was diese Milliardenerben daran hindert, zu sagen, ja, das probiere ich mal aus, ob der Öffi recht hat, dass ich Glücksorgasmen erleben werde, ungeahnten Ausmaßes, wenn ich jedes Jahr 1 Milliarde für das Gute tun, für das Richtige und Gute tun ausgebe. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also Sie könnten das machen, Sie können das lassen. Also Sie würden von einigen aus der Gesellschaft vielleicht Ermutigung bekommen, von anderen würden Sie kritisiert werden, auch weil Sie jetzt hoffnungslose Spinner und Naivlinge sind, weil der Mensch ist schlecht. Und aber das ist ja alles nicht mein Ding. Also jedenfalls gibt es mit Sicherheit für das Ziel, nämlich dass es verantwortlich in der Welt zugehen soll, im Ganzen verantwortlich und nicht, dass Korruptionsinteressen für irgendwelche Splittermotive Schaden anrichten. Dafür ist es auf jeden Fall eine Schiene, die es wert ist, auch gegangen zu werden, dass man aus sich so einen Verantwortungsmenschen macht und solche Verantwortungskommunen schon gar, wenn es eben gar nicht die Energie hindert, dann auch Wechselwunsch. darüber hinaus an alle möglichen Hilfsstellungen und Krücken, Zwischenschritte und Modelle auch mit zu denken und da auch angemessen was für zu tun oder sich dafür einzusetzen. Ja, genau, dann gebe ich erstmal wieder ab. Wechsel 4. Ja, das ist ja auch das einzige Problem, was ich sehe, dass ihr diese Schiene, die Naturwissenschaft für absolut chancenlos hält, weil der Mensch ist gut, aber er ist pazifistisch, aber er ist nicht verbesserbar. Über das Level, dass er, wenn er gesund ist, nie weiter denkt als in seine Familie hinein, das müssen wir ihm leider. Es gibt nur eine Möglichkeit, wo der Mensch keine Krücke, Wohlfühlstimme, GWÖ, GWO-Kombi braucht. Und das ist tatsächlich die Gruppenehe, weil die Mechanismen dieser Gruppenehe mit dem vielen Sex tatsächlich dazu führen, dass immerhin unter den 150 nur noch Gutes getan wird. Aber wenn ihr eine 150er-Kommune machen würdet ohne die Gruppenehe, dann habt ihr trotzdem da noch konfligierende Interessen und dann wird es da Interessenslinien geben und dann braucht man auch dort vielleicht sogar schon relativ bald auch sowas. Zumindest wenn Tauschhandel kommt, braucht man dann sofort die Wohlfühlstimme. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Wir wollen ja weder Tauschhandel, noch wollen wir, dass die Gruppenehe oder freie Sexualität verhindert wird. Wir würden allerdings da in jeder Hinsicht frei mit umgehen. Also wenn jetzt jemand sagt, er möchte ein enthaltsamer Buddhist sein, würden wir nicht sagen, du musst jetzt hier eine Gruppenehe eingehen. Also da sind wir dann eine freie Experimentalwerkstatt, die auf der Basis von Menschengeschwisterlichkeit durch Vernunft und Gewissen, wie es Artikel 1 der Menschenrechte ja auch sagt, also Vernunft und Gewissen, dass man dann versucht, so Menschengeschwisterlichkeit zu kultivieren, untereinander und für alle Menschen auf der Welt. Und ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass das jedenfalls von den Leuten, die soweit sind und soweit sein wollen und die es leben wollen, gemacht werden kann. Und alle anderen Reformkonzepte sollten dann nicht sich irgendwie gegenwenden, sondern eher gucken, wie weit können sie damit kooperieren und Synergie draus ziehen. Wechsel, ja. Wechsel 4. Ja, für mich ist halt der Punkt entscheidend, dass ich sage, der Kapitalismus ist eine Flut der Irrtümer, die jeden Tag auf unsere Gehirne einsprudelt, aus allen Sparten heraus. Und deswegen müssen wir erst mit der GWÖ-GWO-Kombi den Kapitalismus beenden, die Irrtümerflut beenden und dann erst können Kommunen funktionieren, weil Kommunen mit Hunderten von Irrtümern im Kopf funktionieren nicht. Wechsel.
Ja, wechselsweise. Solange das nicht so dogmatisch wird, dass dann auch das Reformsystem wieder sagt, das darf nicht sein, das wird jetzt unterbunden oder so, oder die Leute werden ausgegrenzt und was weiß ich. Solange das nicht diese Form annimmt, kann man ja diese Auffassung haben. Ich finde die Auffassung erheblich produktiver, zu sagen, dass man einfach schaut, wie weit für diesen Weg zur Verantwortlichkeit da eben verschiedene Schienen sich gegenseitig fruchtbar ergänzen, und auch jetzt direkt schon. Und jeder einzelne Mensch und jeder einzelne Keimling auch für so ein Zusammenleben, so ein ganzheitlich verantwortliches und menschengeschwisterliches Zusammenleben, jeder Keimling dafür ist es sicherlich wert, eben nicht platt gemacht, sondern ja, zumindest anerkannt zu werden als das, was er ist. So. Wechsel. Ja, wechseln. Wechsel 4. Ich kann jetzt nur damit beginnen, dass ich das vorlese, was jetzt als nächstes, als Resümee dieser Hörung der letzten Sendung rausgekommen ist. Ich mache jetzt mal ein biologisches Naturgesetz, ja? Ein Lebewesen würde aussterben, wie die Dinosaurier. Ein Lebewesen würde aussterben, wenn es seine Hirninhalte auf Wahrheit überprüfen würde, statt darauf, ob sie ihn voranbringen und Vorteile bringen auf dem Weg zu maximaler Lust. Und die maximale Lust ist bei Organismen immer gekoppelt mit damit, dass dies das, was uns Lust macht, die Chancen erhöht, eigene, also unter Naturbedingungen, ja, jetzt habe ich nur noch 30 Sekunden Nachbrenner, ja, Moment, nur noch sozusagen unter Naturbedingungen bringen Lusterlebnisse im Gegensatz zum Kapitalismus, erhöhen die Chancen darauf, eigene Gene durch Verwandte in die Zukunft zu transportieren. Im Kapitalismus gibt es zum Beispiel Verhütungsmittel, die es ja in der Natur gar nicht gibt, ne? Zum Beispiel. Und das heißt also, dass wir sagen, wir würden Ende, ja, ich muss leider vertagen. Yannick und Ossi haben noch Konto. Ja, ich weiß nicht, ob Janik, sonst kann ich Janik, du sagst immer Piep, wenn du was dazwischen so sagen willst, du. Okay. Okay. Also Wechsel 2. Ja, also ich glaube eben, dass der Mensch die Möglichkeit in sich hat, wenn er sagt, ich identifiziere mich mit meiner Vernunftseele, dass er sagt, Vernunft will das im Ganzen Sinnvolle. Also alles so richtig einordnen, so gut wie es geht, jedes Element an seinem passenden Platz und im passenden Maß. Das ist im Ganzen ein gutes Puzzlebild oder ein organisches Gewebe, ein Gesamtgewebe ergeben könnte. Diese Fähigkeit oder Struktur steckt in unserer Vernunft oder Vernunftseele. Und da mögen ja jetzt andere dann sagen, nee, aber es ist, was weiß ich, eine andere Art von Lustempfinden. Also ich empfinde nämlich das als höchste Lust dann. Ich sage ja immer, richtiges Denken wäre dann besser als der höchste Orgasmus für ein Menschenwesen, was sein Wesen wirklich erkennt. Also andere mögen sagen, eine andere Lust schießt da quer oder die Verwandtenbindung, und man kann gar nicht so vergeltungslos einfach sich fragen, was ist im Ganzen der sinnvolle Platz. Da muss man irgendwelche kleineren Vergeltungsinteressen immer mit reinbringen. Mag ja sein. Jedenfalls, es ist so, dass ich das anders kann, dass ein Mensch, der sich so auf seine Vernunftseele besinnt, nach den anderen Maßstäben gehen kann. Oder zumindest mache ich mich zum Versuchskaninchen dafür, um zu zeigen, wie weit das möglich ist. Und tatsächliche Wirklichkeit, das ist immer nicht sinnvoll, sie zu bestreiten. Also ich lade ja ein, das zu kritisieren und zu gucken, ist es jetzt echt oder nicht? Oder werde ich dann irgendwo doch durch kleinere Interessen abgelenkt, sodass ich nicht mehr nach dem Sinn im Ganzen oder dem richtigen Platz und Maß dafür für alles gehe? Kann man machen. Wenn nicht, dann ist es eben eine Art, wie Menschen sein können, wie sie sich verstehen, definieren und innerlich ausarbeiten und dann auch nach außen Piep, hin piep, handeln können. piep. Ja, dann habe ich ja noch meine 30 Sekunden oder eine Minute oder was auch immer. 30 Sekunden, ja. Okay, 30 Sekunden. Ja, also das dazu, ne? Und dann bin ich für Ansicht, der Ansicht ja, wie immer gesagt, Mehrschienigkeit, und die, die es schon können, können verantwortlich leben oder sich so orientieren. Die, die nicht können, können vielleicht Krücken bekommen. Kann man auch zusammenwirken, um den Krücken zu die unterstützen zu wirken. Ja, und beim nächsten Mal würde ich dann auf das Sicherheitsthema nochmal genauer eingehen und beschreiben, was da eben ein Ende. gutes Konzept sein kann.
Nur noch Yannick hat was. Ich gebe ab für die nächste Runde. Wechsel 4. Ja, also, Öffi, genau das ist der Punkt. Ich habe ja eben gesagt, für uns Biologen ist es ein feststehendes Naturgesetz, dass das Gehirn nicht konstruiert wurde, um Wahrheit zu finden, sondern das Gehirn ist ein Organ, das wie das Genom Irrtümer und Wahrheiten als Mutationen produzieren kann. Wenn die ökologische Nische, der Kapitalismus zum Beispiel, so ist, dass Irrtümer Profite bringen, also Vorteile bringen können, dann sind auch Irrtümer quasi eine willkommene Geschichte im Gehirn, ja? Und diese Irrtümer sind vollkommen, und ein Lebewesen, das in solch einer kranken ökologischen Nische, wie es der Kapitalismus ist, quasi seine vorteilbringenden Irrtümer durch Wahrheit in Frage stellen würde, würde aussterben, weil es im Kapitalismus schlechtere Ausbreitungschancen hätte. Ja, also das heißt, du versuchst nach wie vor, das habe ich aber schon vor Wochen gesagt, dass ihr versucht, den Menschen etwas zu raten, was diese zum Aussterben bringen würde. Wechsel, wo ich irre ich. Ja, Wechsel 3. Ja. Also nur weil man dann schlechtere Chancen im Kapitalismus hat, stirbt man ja nicht aus. Also ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich dann, sag ich mal, schlechtere Chancen im Kapitalismus habe, kein Geld habe, dann kann ich ja auch die ganzen Zuckerbäcker nicht besuchen. Dann kriege ich, dann werden meine Zähne gesund, weil ich esse ja nicht den Zuckerkram. Kriege ich nicht die Chemotherapie bezahlt. Das heißt, ich kann durch die Chemotherapie nicht hingerichtet werden, oder wie man es auch immer sagen will. Wechselwunsch. Also dann lebe ich ja eher gesünder und länger und fortpflanzungsfähiger. Oder nicht? Wechsel 4. Ganz kurz nur dazwischen. Du kannst gleich weitermachen, Yannick. Nur ganz kurz dazwischen. Das war auch ein Fehler des letzten Gespräches. Es kommt nicht drauf an, ob jemand 20 Kinder bekommt. Es kommt drauf, also eine Hartz-IV-Empfängerin kann 20 Kinder bekommen und alle enden in der Sackgasse als Obdachlose, wo sie dann gar keine Kinder meistens zeugen, ja. Und entscheidend ist ja, dass Kinder gezeugt in die Welt gesetzt werden, die dann wieder große Chancen haben auf weitere erfolgreiche Generationen. Das muss manchmal gar keine große Zahl sein. Also eine große Zahl kann schon in der nächsten Generation aussterben oder in der übernächsten. Entscheidend ist, dass es immer wieder die Kinder auch platziert werden können, mit sehr vielen Ressourcen unterstützt werden können, sodass sie gute Chancen auf die Platzierung weiterer Generationen haben. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Aber das ist ja dann keine nachhaltige Weiterentwicklung, wenn die auch verseucht durch den Kapitalismus in ihren vorteilbringenden Irrtümern leben und dann eben in dieser Krankheit leben und eben nicht durch die Wahrheit bereinigt sind und Wechselwunsch. dann, ja. Ah ja, danke. Du hast zur Not immer 30 Sekunden, um rund zu machen, das weißt du, gell? Ja, das weiß ich. Aber gut, dann mache ich weiter. Wechsel 4. Beispiel zum Beispiel. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass der Yannick zum Beispiel vielleicht dann kinderlos, nicht der Yannick, sondern der Aljoscha, eventuell kinderlos sterben wird, weil keine Frau sich finden wird, die seine relative Mittellosigkeit akzeptieren wird, um mit ihm Kinder haben zu wollen. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Nee, wieso? Also wie soll ich sagen? Gerade die erhöhte Gesundheit, die erhöhte Ausstrahlung durch die Wahrheit, weil man ja eben dann nicht verseucht ist durch die vorteilbringenden Irrtümer, bringt doch kann doch Wechselwunsch. genau kann doch genauso kann doch auch die die Ja, ich bringe noch kurz zu Ende. Also das kann ja
trotzdem die Köpfe der vorteilbringenden Irrtümer so überzeugen oder so mitreißen, dass die inspiriert sind auch von diesem Weg. Okay. Wechsel 4. Ja, Janik, was immer noch nicht angekommen ist, dass Wahrheit bei Menschen, die voll mit Irrtümern sind, das meistgehasste Gut ist. Ja, wenn du ein Mensch, wenn du eine Fra wenn der Aljoscha eine Frau triffst, die Irrtümer im Kopf hat, und er sagt ihr Wahrheiten, dann wird sie ihn hassen. Wechsel. Wechsel 3. Also ich kann dieses Argument kann ich mit Ja und Nein beantworten. Ja, da stimme ich dir zu, wenn eben die Wahrheit so direkt oder was heißt zu direkt, aber weil Wechselwunsch. natürlich, weil ja, ich bringe kurz zu Ende, kann ich insofern verstehen, weil die Wahrheit natürlich im Widerspruch zu dem Angenehmen des Gegenübers steht und dass derjenige das natürlich nicht akzeptieren will. Aber wenn die Wahrheit eben so rübergebracht ist, dass auch der Eigennutz des Gegenübers mit der Gewissenserleichterung darin zur Geltung kommt, dann kann das ja funktionieren. Okay. Wechsel 4. Bei mir war es ganz konkret so, als ich als Psychologiestudent noch die Unwahrheiten und Irrtümer des Studiums wiederholt habe, waren die Frauen begeistert von mir. Und ich hatte ständig Sex mit ganz vielen Frauen, 150 Freundinnen, Verlobte und so weiter. Als ich aber anfing, Wahrheiten zu sagen, waren die Frauen Fuchsteufel wurden die Fu Frauen fuchsteufelswild. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, ja, klar, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch anders geht. Also, dass man sowohl mit den Wahrheiten dann auch vielleicht dann nicht bei allen Frauen, mit denen man vorher im Bett war, aber zumindest bei einigen Frauen theoretisch ja auch. Dann eine tiefere gemeinsame Basis durch diese Wahrheiten dann finden kann, die eben dann auch zu vielleicht einer nachhaltigeren Beziehung führen kann, die dann auch wieder zu besserer Wissensweitergabe an weitere Nachkommen führen kann. Also so sehe ich das. Wechsel 4. Oder ich sag mal Wechsel, weil ich muss mich erst sammeln. Öffi kann ja vielleicht was sagen, wenn er Lust hat. Aber habe ich denn noch Zeit? War das nicht schon die neue Runde gewesen? Hast du in der neuen Ja. Runde überhaupt schon was gesagt? Hat der Öffi schon was Nö, gesagt? Oder eine neue Janik, Runde du ist hast doch noch. die neue Runde mit mir eröffnet, oder? Ich glaube schon, ja. Dann hat Offi noch Okay. Konto. Na super, ist doch toll. Ja, also ich glaube, theoretisch und praktisch ist das nicht die einzige Möglichkeit oder einzig überzeugende Möglichkeit, wie du es beschreibst, Dylan. Natürlich ist es so, dass wer die Wahrheit spricht, also nimmt seine Vernunftseele und schaut, was ist vernünftig aufs Ganze, der weckt natürlich bei den ganzen Verdrängern, die für ihre kleinen Splitterinteressen sich die Lebenslügen so zurechtschustern, die vorteilbringenden Irrtümer befolgen, bei denen kann das natürlich sehr unangenehme Gefühle und Reaktionen auslösen. Es kann aber auch, ne, also über den Grad kann man ja streiten. Bei einigen Menschen geht das, bei anderen nicht. Und bei anderen ist es so, dass es eher eben den Trotz, verstärkt. Aber natürlich kann es auch so sein, dass man, weil man das wahre Wesen des Menschen anspricht, auch Zustimmung oder Begeisterung erlebt. Aber ich gehe mal sogar ein auf die Vorbehalte vor allem. Ich glaube, der Jannik hat das aus meiner Sicht völlig zu Recht gesagt, es geht auch anders. Also ich glaube, es ist ein tolles Ideal, so dieses Motto zu haben, habe ich ja auch, ne? Du musst den Menschen die Wahrheit sagen, immer die Wahrheit sagen, und du musst es ihnen immer so sagen, dass es ihnen gefällt. Und wenn man die Leute damit nicht bedrängt, sondern sogar, und das ist jetzt etwas, was halt oft nicht so gesehen wird,
Also ein Mensch, der aus seiner Vernunft, Seele und globaler Liebe lebt, der arbeitet sich ja aus in diesem Sinne. Das heißt mit freier Argumentekultur, mit empathischer Gesprächsführung und all das. Und allein dadurch, wenn er auf andere zugeht und die jetzt nicht aggressiv missioniert oder bequatscht, sondern da ist und ihnen zuhören kann, empathisch ist, wenn er mit ihnen auch so partnerzentriert sprechen kann, dass er sie sozusagen in ihrem Inneren sich selbst besser zurechtfinden lässt mit ganz feiner Hand oder feinen Worten. Das kann so wohltuend sein, dass das die Verdrängungs-Anti-Energien auffangen kann, jedenfalls, ich glaube, jedenfalls in vielen Fällen gut ausreichend auffangen kann und ist sogar ein Sicherheitskonzept. Also ich glaube, ein Schenker, der zu einem Willkürdiktator kommen würde, ich sehe da immer Johannes den Täufer im Gefängnis und Herodes, ein Wechselwunsch. Schenker könnte, ja, ein Schenker könnte durch die Liebe in seinem Verhalten, in seiner Kommunikation, sogar da sicherer sein und eher am Leben bleiben als irgendjemand anderes. Und da habe ich ja selbst praktische Erfahrung auch. Ich habe ja mit Raubtieren schon zusammengelebt und die Schlafzimmertür nicht abgeschlossen. Also schwerstkriminellen Psychopathen und so weiter. Ich habe es nicht ohne Schrammen überlebt, aber ich habe es überlebt. Und ich glaube, da ist eine Strategie, die kann sehr gut sicherheitsfördernd sein. Ende. Wechsel 4. Also ich bin ja positiv begeistert, dass wir uns ja einer Sache einig sind, wo uns schon 90% der Bevölkerung sofort widersprechen würden. Dass wir alle, die wir hier sind, entsetzt sind darüber, dass eigentlich die Masse der Menschen ständig Schlechtes tut. Ja? Und dass wir die Menschheit dazu bringen wollen, dass sie Gutes tut. Das ist unser Grundkonsens. Nur, dass ich halt sage, ihr seid infiziert von der Sozialsparte und vielleicht ein bisschen noch von den Gesundheitssparten. Das andere haben wir ja soweit ausgeräumt, ja. Das heißt, dass ihr eure eigene Energie dahin verwendet, den Menschen anzuleiten zu einem höheren geistigen Wesensdasein, das Sinnvolle und Richtige zu tun. Und ich sage, nein, das geht nicht, weil der Mensch dafür zu biologisch konstruiert ist, sozusagen genau das nicht zu tun, sondern dass man ihn zwingen muss, man muss ihn bei seinem Eigennutzinteresse packen. Wenn du deine Familienmitglieder gut ernähren willst und weiterbringen willst, dann musst du anderen Gutes tun, weil das misst die Wohlfühlstimme und die GWÖ-GWO-Kombi. Und wenn du das nicht machst, gehst du pleite und dann kannst du auch deine Kinder und deine Enkelkinder nicht mehr ernähren. Wechsel. Ja, Wechsel 2, wenn ich Zeit habe. Ja. Ja, also ich glaube, dass da viel möglich ist durch die Art, wie man da kreativ mit umgeht. Also abgesehen davon eben meine Grundaussage, es sind verschiedene Schienen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, immer zu gucken, wie weit können die synergetische Effekte auslösen, statt auch mit gegenseitigen Unmöglichkeitsbehauptungen oder irgendwas die synergetischen Effekte zu missachten oder zu vernachlässigen. Und uns, Yannick und mir, gibt dieses Vernunft, Seelenleben, globale Liebe und Verantwortung die größte Erfüllung, sowohl in der Seele wie auch im Miteinander, dass das am schönsten ist und gibt uns dadurch auch Wechselwunsch. am meisten Energie, um uns für alle anderen Hilfsmittel und Zwischenschritte und Krücken auch mit einsetzen zu können. Aber dann gebe ich jetzt erstmal an dich, bevor ich dann diese andere Art, wie man Sicherheit schaffen kann, korruptionsfreie Sicherheit durch die Art, wie man es macht, das beschreibe ich dann gleich weiter. Ja, also Wechsel 4. Na, wo bin ich hier? Ja, es freut mich ja diese Mehrschienigkeit. Ja, so, ich mache nur noch rund. Diese Mehrschienigkeit, ja, ist ja schön und gut, aber letztendlich ist der Konflikt so. Ich kann im Moment, wenn ich mit Politikern gesprochen habe, was ich im Moment ja gar nicht mehr tue, weil wir ja zurückfahren in allem, ne?
dann hätte ich nie zu dem Politiker gesagt, er soll doch versuchen, ob er seine Vernunftseele finden kann und seine Glückserlebnisse, indem er jetzt sozusagen selbstlos und ohne Blick auf seine Karriere als Politiker sozusagen da was macht. Ende. Da muss ich dann in der nächsten Runde sprechen. Nur noch Yannick und Özi haben Konto. Ja, Wechsel 2, wenn es allen passt. Ja, ich sag mal noch was über die Art, auf die es sehr ankommt. Ich sagte schon, der Grundansatz, unaufdringlich zu sein, selber zu leben, rede nur, wenn du gefragt bist, lebe so, dass du gefragt wirst, immer den Leuten die Wahrheit sagen, möglichst immer so, dass es ihnen gefällt. Dabei liebevolle Kommunikation praktizieren, zuhören können, empathisch mit Leuten reden. Also die partnerzentrierte Gesprächsführung halte ich für einen Schlüssel, mit dem wir schon größte Raubtiere, also besoffene Kriminelle, die mit der Waffe kamen, abpuffern konnten und dass die am Ende dann, was weiß ich, weinend da saßen und eher ihre Probleme beschrieben haben. Also da gibt es gewaltige Mittel, die man einsetzen kann. Und mich hat es bisher zwar nicht ohne Schrammen, aber doch auch durch 4 Mordanschläge, also mit Leuten zum Teil, die ich selbst aufgenommen habe aus dem Elend, hat es mich so rüber schrammen lassen. Und dabei denke ich, da gibt es also was, was man weiterentwickeln kann. Also mehr Einzelheiten Piep, dazu dann beim piep, nächsten Mal. piep. Juhu, juhu. Jetzt hat nur noch Janik Konto. Ja, ich gebe ab für die nächste Runde. So. Ja, Sekunde, ich muss jetzt nur noch die zweite Uhr einstellen. Ich habe festgestellt, dass ich manchmal zwei 30-Sekunden-Uhren brauche. So. Zur Not kann ich ja noch Uhren beliebig nachstellen. Wechsel 4. Ja, übrigens, ganz wichtiger Gedanke. Aus meiner Sicht verwendet ihr bis jetzt den Begriff parasitäres Mem, vorteilbringender Irrtum, irrationale Kognition, Killer-Virus des Geistes, also kurz vorteilbringenden Irrtum, oft ganz falsch noch. Da müssen wir dann auch mal bewusst drauf eingehen. Noch einmal, wir haben aus naturwissenschaftlicher Sicht mittlerweile so viel Mitarbeiter derjenigen Sparten, die vom Niedergang eines Landes profitieren, dass dadurch lauter vorteilbringende Irrtümer ausgesandt werden. Aber das sind also definierte Geschichten, ja? Also zum Beispiel der vorteilbringende Irrtum einer Gesundheitssparte ist, dass zum Beispiel sie sagt, nein, gesunde Ernährung kann bei Krebs nichts ausrichten. Es kann nur die Chemotherapie sein, und das führt dann zu Milliardengewinnen für die Pharmakonzerne, die Chemotherapien verkaufen, und bei den Ärzten für gute Einnahmen und gute Geschenke von der Pharmaindustrie. Das ist ein echter vorteilbringender Irrtum. Wo ihr den Begriff oft benutzt, hat überhaupt nichts damit zu tun. Wechsel. Ja, sind wir jetzt in der nächsten Runde, wo Ja, ich wieder was alle haben einfügen Konto, alle haben Konto. kann? Ja, perfekt, super. Also dann mache ich mal weiter, weil ich eben, zum anderen habe ich ja schon gesagt, wenn wir da diese Schienen zusammenbringen und wenn wir die Möglichkeiten versuchen, so kreativ wie möglich einzusetzen, kommt am meisten rum. Deshalb beschreibe ich mal, was sind jetzt die weitergehenden praktischen Methoden auch von Schenker-Bewegung, wie man sogar gegenüber dem blutrünstigsten Diktator, dem aggressiven Kriminellen, wie kann man da für eine Kultur sich einsetzen, die ja überlebensfähig ist oder befriedend auch, möglichst befriedend wirken kann. Also, das erste ist, sagte ich schon, in sich, ne? In sich kann man die Sicherheit verstärken, dass man nicht korrumpiert ist oder für Sinn und Wohl des Ganzen ist, indem man so Methoden anwendet wie organisches Denken. Also Wechselwunsch. immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort zu suchen, dass man dann eben sich selbst immer prüft, ob man nach globaler Verantwortlichkeit, global denken, lokal handeln gehen will, ob man in innere und äußere Stimmen ganz sorgfältig damit durchleuchtet und sich da orientiert und so weiter. Also das ist zum Inneren. Und dann gebe ich erstmal wieder an den Dillen Wechsel. Ja, Wechsel 4. Nehmen wir an, Experiment, die Bonobos würden plötzlich sprechen können.
Und die Bonobos, die plötzlich sprechen können, denen kommt, jetzt kommt ein Waffenhändler und sagt denen, ja, eine Bonobo-Gruppe, ihr habt es nicht gesehen, aber ich hab's gesehen, hat die andere nachts überfallen und totgeschlagen mit Steinen. Das ist die Unwahrheit, ist ein Irrtum. Ja? Wahrscheinlich ist es auch ein Irrtum, weil der Mensch vielleicht nur irgendwas, dieser Bonobo da nur was falsch übersetzt hat. Aber das wäre der einzige Weg, wie man die pazifistischen Bonobos zu einem gewaltsamen Überfall gegen ihre Nachbargruppen bringen kann, nämlich aus der Angst heraus, dass sie selbst totgeschlagen werden. Und einen anderen Grund für Krieg gibt es bei Menschen nicht. Alle eure Kriegstheorien sind falsch, sage ich jetzt. Oder irre ich mich? Wechsel. Ja, aus meiner Sicht, erst würde ich da, das habe ich ja schon gesagt, also Wechsel 2. Und die Sache ist die, wie würde denn ein Schenker auch in der Situation reagieren? Also, wir würden nicht, wenn irgendeiner kommt und sagt, die sind da die Mörder, die haben alle anderen totgeschlagen, würden wir nicht sagen, ja, weil du das sagst, ist das jetzt die Wahrheit, sondern wir würden schauen, gibt es Möglichkeiten, das eben auch durch Faktenklärung, durch kommunikative Mittel weitergeht, erstmal zu Wechselwunsch. prüfen und zu klären. Ja, Wechselwunsch gebe ich gerne an dich erstmal schon ab. Wechsel 4. Die Erklärung, naturwissenschaftliche Erklärung, warum Menschen ständig auf den Enkeltrick, auf Betrüger, auf Bankbetrüger und was auch immer reinfallen, ist, weil wir eine genetische Vertrauensseligkeit erworben haben als Savannenbonobos, nämlich weil man den Kommunikationen aller Artgenossen tatsächlich vertrauen konnte. Und deswegen ist diese Fähigkeit des Zweifelns von dir zwar gewünscht, aber bei den meisten Menschen gibt es dafür genetisch gar keine Grundlage, weil die genetische Vertrauensseligkeit eher dazu führt, dass man dem Geschichtenerzähler der erfundenen Überfallsgeschichte eher glauben würde als dir. Wechsel. Ja, dann tut es den Menschen auch umso besser, wenn sie da die Verantwortungsvertrauenslogik von Schenker-Bewegung so mitkriegen und alles kritisch durchleuchten erstmal, bevor sie sich da auf irgendein Glatteis ziehen lassen. Und das, was ich jetzt sage, sind so Mechanismen dann von Schenker-Bewegung im Miteinander. Aber ich sage noch eine Sache, die finde ich sehr faszinierend vorweg. Was ist der Sicherheitsmechanismus für Schenker-Bewegung, dass sie die nicht mehr ausrottbarste, unausrottbarste Weltanschauung ist, die es jemals gegeben hat. Also es gab ja Weltanschauungen Wechselwunsch. wie Buddhismus, ja, eben kurz diese Erklärung, wie Buddhismus und Christentum, die erst so, ja, klar waren für die Menschen, dass das auch ohne Verschriftlichung durch mündliche Weitergabe tradiert werden konnte und der Geist blieb erhalten. Schenker-Bewegung ist am sichersten, weil es hat im Prinzip nur einen Satz, der weitergegeben werden muss. Als globale Konsensgeschwister das nötige gemeinsam planen in freier Argumentekultur. Da können sie alle möglichen Leute totschlagen. Wenn einer übrig bleibt, der mag auch schwachen Geistes sein, dass es weiter tradiert wird. Schenker-Bewegt bedeutet diesen Satz. Das ist Ende, kaum ausrottbar. Ende, absolut Ende. Ja. Wechsel 4. Genau, also ich halte noch mal fest, dass aus meiner Sicht die Schenker-Bewegung eine völlig unrealistische Kriegstheorie hat, Kriegsentstehungs- und Kriegsverhinderungstheorie, dass alle diese Illusionen von gewaltfreier Kommunikation oder anderem, dass das alles nicht hilft. Es gibt nur eine Sache, es darf kein Geld mehr für getötete Menschen, keine Gewinne dürfen mehr ausgeschüttet werden für kriegstreiberische Gedanken. Das sind nämlich echte vorteilbringende Irrtümer. Und ich bin ganz sicher, dass der Ukraine-Krieg ein gemeinsames Produkt der nicht bewussten vorteilbringenden Irrtümer der amerikanischen Waffenkonzerne und deren Einfluss auf die amerikanische Regierung und die russischen Waffenkonzerne und deren Einfluss auf den Stab von Putin ist. Und nur die Waffenindustrie ist die einzige Ursache für den Krieg, weil sie falsch bezahlt wird, weil sie nicht für Frieden schaffen belohnt wird, sondern für Kriegsförderung. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also ich theoretisch und praktisch kann ich was anderes bieten. Und zwar, dass
diese Methode von Schenker, jeder soll erstmal alles sagen können und wir reden offen miteinander, also freie Argumentekultur. Und bei Problemen und Konflikten wenden wir die besten Methoden der gewaltfreien Kommunikations- und Konfliktarbeit an. Vom Kleinen, nämlich zum Beispiel jetzt das Zusammenleben in so einer Gruppe wie dem Friedenscamp in Berlin, wo ich hingekommen bin, und da war es noch ein bisschen durchwachsen so, und man hat mich auch gebeten, deshalb zu kommen. Und dann habe ich versucht, da eben diese Kommunikations- und Konfliktmethoden so stärker dann auch zu kultivieren, zu verwurzeln. Es hat Leute ansprechen können und es hat in der Woche, in der ich da war, hat das gute Wirkung gehabt. Und ich glaube, wenn das jetzt alles sich weiterentwickelt, dann kann diese Kultur da sehr fruchtbar wirken. Und Wechselwunsch. ja, nur noch kurz, und im Großen fehlte sie eben auch, weil einem Putin oder wie auch immer, auch in der großen Politik, wenn überhaupt da freie Argumentekultur irgendwie oder Austausch, freier Austausch, überhaupt Austausch zum Teil wirklich möglich war, dann wurde da nicht angewendet, dass man erstmal Konfliktmethoden anwendet, also untereinander es klärt, dann möglichst viele Konflikthelfer dazu nimmt, bis es vor eine gemeinsame Gruppe käme. So könnte ja die Menschheitskommune, die UNO oder was auch immer sein als Experiment. Ende. Ja. Wechsel 4. Ja, genau all das, was du eben aufgezählt hast, halte ich da für Irrwege, weil solange die Waffenindustrie noch als Kriegstreiber da ist, nützen alle diese Kommunikationsformen rein gar nichts aus meiner Sicht. Und entscheidend ist, dass ich gerne mal auch wüsste, warum der Louis zum Beispiel, der eine Wohnung hat, der könnte jetzt, wenn er sich wirklich als Schenker verstanden hätte, hätte er doch diese Wohnung kostenlos an irgendwelche Leute verschenken können, kostenlos ohne Mietzins vergeben können. Und dort, dann hätte er ja doch große Glückseligkeit empfunden, weil er ja alles schenken würde. Anstatt zu vermieten, würde er verschenken den Raum. Und warum hat er das nicht gemacht? Wechsel. Ja, also A, der ist jetzt nicht da, also Wechsel 2. A, der ist jetzt nicht da, ist immer schwierig, über jemanden konkret so zu reden, der, gerade wenn es Kritik auch ist, nicht mit anwesend ist. Aber ich sag mal, da jetzt schon eher was negativ Klingendes da war, Piep, also piep, piept. Maximal noch der, 30 Sekunden, ja? ja, genau. Also der Louis verschenkt schon viel, ob es die Hydrantenpumpe beim Camp war oder ob es die Kostenbeteiligung an einem der Kommune-Projekte ist und so weiter. Und seine Wohnung sollte eigentlich auch eine Anlaufstelle, ein Medienbüro oder sowas werden für Aktivisten. Da hakt es an anderen Stellen. Also dass jetzt Leute, die dann gesagt haben, ja, sie wirken da mit, jetzt das doch nicht so richtig auf die Beine kriegen. Ende. Ja, so ist es. Jetzt hat nur noch Janni Konto. Ja, ich gebe ab für die nächste Runde. Nein, stimmt ja nicht. Ich habe auch noch ein bisschen. Also Janik, wenn du doch was sagen willst, ich habe ja noch einen Rest. Ja, also ich hab gerade nichts Nö, mehr. dann alles klar. Dann mache ich noch meine Restsekunden. Ja, hier. Ja, das ist eben aus meiner Sicht, Wechsel 4, das Problem, dass eben diese Glücksorgasmen fehlen. Zum Beispiel, ich sage ganz bewusst, ich will gar nicht selbst bloß, jetzt habe ich nur noch 30 Sekunden, ich will gar nicht selbstlos schenken können. Ich hätte jetzt auch der Kommunenfrau, wenn die jetzt gekommen wäre, sicherlich auch vieles kostenlos gegeben, aber ich verstehe mich nicht als den selbstlosen Schenker, weil ich der Meinung bin, der Mensch kann nicht mehr als mit Fremden geben und nehmen zu praktizieren. Nur mit Verwandten kann er geben praktizieren. Also die Mutter gibt ihre Muttermilch dem Kind ohne ein Nehmen zu erwarten. Ende, leider um. Na, wo ist die Uhr? Welche ist es? Die ist es. Ja, alle haben wieder Konto. Wechsel 4. Also, die Mutter, die der Öffi aus meiner Sicht ja auch immer fehlinterpretiert hat, die Mutter oder zu überinterpretiert hat,
Die Mutter gibt nur ihre Muttermilch und erwartet keine Muttermilch zurück. Was ist jetzt passiert? Irgendwas stimmt hier nicht. Moment, da ist was weitergelaufen aus Versehen, ja. Also die Mutter gibt ihre Muttermilch und erwartet tatsächlich nichts zurück. Denn dieses Kind tut ja was für sie. Es gibt ihr ja was zurück. Nämlich es transportiert ihre eigenen Gene in die Zukunft. Das ist die Gegenleistung des Babys. Und mehr muss es nicht Gegenleistung praktizieren. Aber ansonsten zwischen Fremden ist, also nicht zur Familie gehörigen, ist die no natürliche Interaktion, ich schenke dir und du schenkst mir zurück. Bonobos schenken und erwarten Zurückgeschenke. Und wenn das sich ungefähr laut Gehirnbilanz der Frauen und Männer einer Kommune ungefähr die Waage hält, dann schenken sie weiter, wird das Spiel weitergespielt. Ansonsten endet die Schenkerkommune und die Kommunen zerfallen und am Ende bleibt der einsame, kaufsüchtige Single im Kapitalismus. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Ich habe da ein Gegenbeispiel. Also ich kriege immer von ganz vielen Menschen Sachen geschenkt, auch wenn die keine Gegenleistung bekommen von mir. Also die kaufen mir, Wechselwunsch. wollen mir was zu essen kaufen oder sowas, ne? Ja. Okay. Wechselwunsch. Ja, Wechsel 4. Diese verstehen wir erstens in Köln zum Beispiel, stellen alle Leute auch alle Geschenke raus, die sie selbst nicht mehr brauchen. Das sind keine wirklichen Geschenke, weil sie sie nicht mehr brauchen. Das Zweite, dass sie dir was zu essen kaufen wollen und so weiter, das liegt daran, dass sie Manipulationsopfer der Sozialspaten sind, die ja, weil sie möglichst viele Bettler wollen, die Leute dazu aufhetzen, ihr hart verdientes Geld an Bettler zu geben, damit möglichst viele Bettler bleiben und dann die Sozialspartler in der Betreuung, in der Streetwork und der Betreuung der Bettler weiterhin ihr Einkommen finden. Wechsel. Ja, Wechsel 3. Vielleicht fehlt mir gerade ein bisschen Konzentration, um mich jetzt in diese Argumentation da jetzt reinzudenken. Aber ich glaube, es kann auch einen anderen Grund geben. Genau, das kann ich gerade dazu sagen. Ja, ich glaube, Wechsel 4 war nicht so leicht verständlich. Ich mache es nochmal deutlich. Die Sozialspaten bringen die, ich weiß zum Beispiel, die eine Bettlerin, die bei uns vorm Aldi sitzt, ist eine absolute Verbrecherin. Die hat gegenüber mir schwerste Straftaten begangen. Ich weiß also, sie ist eine Verbrecherin. Von daher muss ich davon ausgehen, dass sie den Leuten, die sie da beschenken vom Aldi, eine Lüge nach der anderen erzählt. Ich weiß auch, dass die Caritas-Mitarbeiter mir erzählt haben, dass man ihr schon 10-mal Arbeit angeboten hat, dass sie aber noch keine Lust hat zu arbeiten, denn sie möchte als Kriminelle und Schmarotzerin und Sozialschmarotzerin gerne auf Kosten der ihrer Sklaven leben, nämlich der deutschen der Bevölkerung hier. Und die Sozialspartler hetzen aber die Bürger Kölns dazu auf, all diesen Leuten, die behaupten, sie seien in Not und könnten nicht arbeiten und so weiter, ständig Geschenke zu machen, weil damit die Bettlerszene groß bleibt und damit deswegen dann die Stadt einen großen Etat für Sozialarbeiter zur Verfügung stellt, damit die ihren Job haben. Ich glaube, jetzt ist es doch hoffentlich verständlicher geworden, was ich meine. Und deswegen kriegst du Geschenke, aber nur weil die Menschen Manipulationsopfer sind, die das schenken. Wechsel. Ich zum Beispiel gebe einem Ja, Bettler keinen Cent. ja. Wechsel 3. In meinem Fall, ich bin ja jetzt nicht am Betteln oder so, ist es halt so, dass zum Beispiel die Leute, wenn sie sich mit mir unterhalten, ich erzähle dann vielleicht von meinem Leben, dass ich ohne Geld lebe und so weiter, und wenn die dann sagen, ja, kann ich dir irgendwie was kaufen oder brauchst du irgendwie was, so, ne? Ich sehe da jetzt nicht, dass da dann, dass, also ich sehe nicht, dass dadurch
jetzt die Wechselwunsch. Sozialsparten gefüttert werden. Also ich sehe da eher, dass das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass die Leute eine bestimmte Lebensweise irgendwie gut finden, das mit unterstützen wollen. Und also ich sehe da jetzt, also du, von der Argumentation her mag das Sinn, also deine Argumentation mag in sich stimmig sein, von der Stimmigkeit her. Aber also ich glaube, es gibt auch sowas wie Nächstenliebe oder so. Ende. Wechsel 4. Ja, und ich glaube, du bist dir hoffentlich des größten Widerspruchs überhaupt klar. Wenn die Leute dir was kaufen und dir was geben, dann bist du ein Nehmer und kein Schenker. Warum bist du dann eigentlich da kein Schenker? Wechsel. Ja, habe ich noch Ja, Zeit, oder? Janik hat ja keine Zeit mehr. Aber das kann ich Doch, auch beantworten. doch, Doch. das Ende bezog Achso. sich nur zur Information ausschließlich darauf, dass seine 30 Sekunden Nachbrenner um waren. Wir haben Okay, ja alles immer klar. 30 Gut. Sekunden Okay. Nachbrenner. Okay, super. Ja, richtig. Also Janik, du hast noch 3 Minuten Konto. Ja, also das gegenseitige Beschenken ist ja wie eine Art sinnvoller Umverteilungsprozess, ne? Und so wie ich jetzt, sage ich mal, mein Wissen verschenke oder jetzt auch materielle Dinge verschenke, wenn ich jetzt Sachen im Container finde, die vielleicht noch gut sind und ich die an andere Menschen weiter verschenke, kann auch dieses Bewusstsein in den anderen Menschen dann keimen, dass eben eine sinnvollere Umverteilung, also zum Beispiel, wenn jetzt jemand irgendwie sehr egozentrisch lebt und das ganze Geld nur für sich in schädlicher Weise ausgibt und sich dann Wechselwunsch. immer überfrisst, dann kann das sozusagen schon ein sinnvoller Prozess für beide sein, wenn er dann einen Teil seines Geldes, wenn er dann jetzt was von dem, wenn er da was zu essen gekauft hat, mir dann abgibt, dann hilft er sich selber, weil er sich dann nicht überfrisst und er hilft mir auch. Also er beschenkt sich damit auch selber, weil er dann sich selber weniger schadet. Also es ist praktisch eine Win-Win-Situation, ne? Beschenkungstechnisch, wo dann eben das gegenseitige Beschenken, die gegenseitige oder die sinnvollere Verteilung stattfindet und das eben dann auch und dass man eben auch Ende. als gegenseitiges Beschenken Ende heißt absolut betrachten Ende. kann. Ende bedeutet Alles klar. absolut, weil du hattest ja schon Okay. 30 Sekunden Nachbrenner. Ach so, dann Entschuldigung. Ja, weil Ende Okay. bedeutet wirklich sudden death. Du hattest ja nach meinem Wechselwunschruf 30 Sekunden Abrundungszeit und dann ist aber wirklich zu Ende. Aber du hast noch Konto für nachher. Wechsel Okay. 4. Ja, du hast das Containern angesprochen. Also ich sag dir mal die Biologie dieser Prozesse. Die Biologie dieser Prozesse ist, die Sozialsparten haben Aldi und Rewe und Lidl und so weiter manipuliert, viel Geld zu verlieren, indem sie es zulassen, dass containert wird, dass sie es an die Tafel geben und an die Foodsharing-Stationen, das Essen, ja. Obwohl sie dadurch Geld verlieren. Also früher habe ich bei Aldi täglich für 5 Euro eingekauft oder 3 oder 2 oder 1 Euro. Und jetzt kaufe ich bei Aldi im Durchschnitt nur noch für 30 Cent ein. Und Aldi verliert Geld, weil es mir das Essen über die Foodsharing-Station schenkt, was Aldi schadet. Aber dadurch, Aldi ist quasi ein Manipulationsopfer der Manipulationskraft der Sozialsparten, die Aldi aufhetzen zu diesem selbstschädigen Verhalten, weil nämlich die Sozialsparten quasi drohen, dass sie Aldi fertig machen würden öffentlich, wenn sie als einzige ausscheren würden. Und das zeigt die Macht der Sparten. Aber in Wirklichkeit ist das absolut schädlich. Ich bin persönlich der Meinung, dass Essen niemals verschenkt werden darf, sondern nur verkauft werden darf. Wechsel. Es sei denn, es ist im Bonobo, da wird es natürlich richtig verschenkt. Aber schenken als Gegenleistung dann. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also mit dem Art Gegenleistung, also da waren wir schon mal der Ansicht, dass die Schenkkultur bei den Bonobos so ist, dass sie dieses Leistungsprinzip gar nicht merken, weil eben da so viel, ich sag mal, Verbundenheit in der Einheit ist, dass Wechselwunsch. auch die Leistungsunterschiede, wenn der Frieden in der Gemeinschaft gewahrt ist und das Zusammenleben überhaupt funktionieren kann, gut genug weiter funktioniert.
Aber wenn es das nicht wäre, dann ist das Schenken eben wirklich auf eine andere Art und Weise sinnvoll durchführbar. Ne? Als organisches Schenken sehen wir das ja als Schenker, nämlich dass man so teilt, dass es für alle im Ganzen sinnvoll passt. Ich gebe dir aber erstmal für den Wechselwunsch. Wechsel 4. Ja, da ist wieder das passiert, dass du Dinge, die ich mal gesagt habe, wieder uminterpretierst, wie ich sie jedenfalls nie gemeint habe. Nämlich, dass die Bonobos zwar leiden die nicht darunter, dass sie sozusagen, dass die Gehirne der Frauen akribisch darauf achten, dass sie gucken, wer mehr schenkt unter den Männern. Die führen quasi im Kopf Buch. Der eine hat 5 Kilo geschenkt, herrliche Früchte, der andere nur 3. Also lasse ich natürlich dem mit den 5 Kilo, gewähre ich einen größeren Zugang zu meinen Eizellen als dem anderen. Das wird nicht schmerzhaft erlebt vom Empfinden. Es empfindet keine Stressgesellschaft, keine Leistungsgesellschaft. Aber dieser Wettbewerb ist immer da. Ende, ich bin leider K.O. Aber Öffi hat Zeit und Jannik hat Zeit. Ja, dann kann ich ja weiter sagen. Jedenfalls, also du hast es ja so dargestellt, also Wechsel 2, du hast es ja so dargestellt, dass da erstmal dieses Schenken so frei und vielfältig ist, auch die Zärtlichkeit, die Sexualität, dass der feine Unterschied, dass dann vielleicht der Mehrgeber an Obst und Gemüse von den Frauen durch irgendwelche Mechanismen verstärkt für Nachwuchs herangezogen wird, dass das aber jetzt nicht als Benachteiligung, als Herabsetzung oder wie auch immer erlebt würde in diesem freien und überschwänglichen Fluss des Gebens, Schenkens, der auch der Sexualität und so weiter. Aber ich komme auf das zurück, egal wie es bei den Bonobos wäre. Also jedenfalls haben Menschen die Fähigkeit, auch aus ihrer Vernunft heraus, weil vernünftig ist es sicherlich, sich das Schenken als organisches Schenken vorzustellen. Also nicht einfach, man gibt willkürlich irgendwie was weg, was weiß ich, wie der Millionär den nächsten Rolls-Royce an seine Geliebte, sondern man sagt, es sollte so hin und her gegeben werden, dass die Rechnung im Ganzen stimmt. Also dass das dem Grundsatz des Teilens, des menschheitsgeschwisterlichen Teilens entsprechen kann. Das könnte auch für einen Schenker bedeuten und wäre dann überhaupt kein Widerspruch zu diesem Schenkprinzip, dass er vielleicht an irgendeiner Stelle einfach nur bekommt. Und da er nicht oder schon gar nicht in gleicher Art zurückgeben muss. Also zum Beispiel, wenn er sein ganzes Leben, seine Lebensgrundlage auch hier mit Wohnung und was weiß ich alles aufgibt, um hinzugehen und diese Botschaft zu verbreiten und da dann eben selbst sich zum Versuchskaninchen macht, einer Keimzelle dann für solche Verantwortungskommune, dann leistet er dadurch das Allerwesentlichste. Und wenn andere ihm was zu essen geben, ist das auf jeden Fall ein Geschenk, was sie machen können, wo sie viel stärker beschenkt werden. Gleichwohl ist mein Ehrgeiz als Schenker und der Jannik sieht sicherlich auch, wie die Möglichkeiten dazu bestehen, dass neben diesem Sinnschenken, Seelenschenken und Gemeinschaftsschenken, Kommuneschenken, was ich da betreibe, dass ich auch in der Lage bin, da wo ich dauerhafter mit Menschen zusammenlebe, eben zu erreichen, dass ob jetzt durch Containern oder irgendwas, unterm Strich die Leute mehr Geld im Portemonnaie sogar haben, als wenn ich nicht da wäre. So, also auch sogar auf der anderen Ebene ist das möglich, mit dem Schenken das so zu gestalten. Aber Leitprinzip ist organisches Schenken und da könnte es auch in Ordnung sein zu sagen, meine Predigt ist so viel wert, das Essen nehme ich und da gibt es nichts Materielles jetzt so, was ich da zurückschenken kann. Aber ich komme zurück zu dem wichtigen Punkt, wie kann ein Schenker gegen Korruption, aber auch gegen den Krieg Sicherheitsmechanismen entwickeln. Im Inneren hatte ich schon durch organisches Denken und so weiter. Im Miteinander ist es vom Kleinen bis zum Großen, also vom Mitglied des Friedenscamps bis zu Putin, ist es so, dass erstmal eine Ebene freier Argumentekultur geschaffen wird und die bestmöglichen Konfliktbearbeitungsmethoden angewendet werden, bevor man was anderes macht. Also die Rita Süssmuth hat bei ihrem Besuch im Camp das sehr schön so genannt. Wir brauchen den Umschwung von der Gewalt, der militärischen Durchsetzung auf eine neue Art problemlösenden Miteinanderredens. Das wäre uns Menschen eigentlich angemessen. Und ist auch die beste Art, Lösungen zu finden, die man verantworten kann. Das würde vom Kleinen bis zum Großen schon mal eine große Sicherheit hinzufügen, wenn vom Friedenscamper bis zu Putin erst diese anderen Mittel eingesetzt und ausgereizt würden, bevor man die Bomben schmeißt. Dann ist es so,
Ich wende es jetzt mal auf den Hardcore-Fall an auch. Also eine Gesellschaft hat sich so versucht zu organisieren und dann kommt der äußere Angreifer und versucht eben mit Gewalt dann sich durchzusetzen. Also ich denke dabei gestuft auch und ich glaube, das ist sehr realistisch jetzt. Also eine Gesellschaft wird wahrscheinlich nicht gleich oder jetzt im Moment ist es schon überhaupt nicht absehbar, von 0 auf 100 auf alle werden Schenker umstellbar sein oder sich so umstellen. Das heißt, wir werden so eine Struktur haben, wie wir sie auch in Schenkerbewegungen haben. Es gibt die existenziellen Schenker, die wirklich nur andere Wanginhalten, Pazifisten sind, die schenken und nicht mehr abrechnen und so weiter. Und dahinter gibt es die Verbündeten, die sagen, das ist eigentlich der schöne Traum, dass wir alle so verantwortlich sind fürs Ganze und füreinander. Aber wir sind in der Praxis noch nicht so weit. Piep, Wir träumen den piep, Traum mit, piep, piep. aber alles klar, ich danke. Wir träumen den Traum mit, aber wir sind noch nicht so weit. Und dann habe ich eine tolle Idee für ein gestuftes Sicherheitskonzept, was die gewaltfreien Mittel und die gewaltsamen Mittel auf eine ganz tolle Art kombinierbar machen könnte. Nämlich, dass erst dann die Schenker, die bereit sind, die andere Wange hinzuhalten und sich umzuhauen ohne Gegenwehr, werden vorgeschickt und versuchen, das Herz, das Gewissen und die Kommunikationsbereitschaft der anderen zu erweichen, um einen Lösungsweg zu finden. Und wenn das nicht klappt, dann haben die anderen dahinter aber eine ganz andere moralische Legitimation, sich mit Gewalt aufzuwehren. Ja. Schlussrunde jeder 3 Minuten würde ich vorschlagen. Ja. Ach so, Yannick, müssen wir erst noch fragen, ob er weitergibt für die Schlussrunde. Ja, ich gebe weiter für die Schlussrunde. Ja. Drei, Moment, drei. Ich muss mir auch noch drei auf runterschrauben auf 3 Minuten. Wechsel 4. Mein Schlussresümee ist leider wie jede Woche dasselbe. Wir nähern uns in den wesentlichen Punkten letztendlich trotz aller gewissen gemeinsamen Basis, aber keinen Millimeter weiter an, weil unsere Sichtweise, die Schenkerbewegung ist glaubensorientiert und nicht faktenorientiert. Das heißt, ich könnte jetzt Millionen Fakten nennen. Die vorteilbringenden Irrtümer dieser verschiedenen Sparten sind so gewaltig, dass dagegen nichts hilft. Und ob es überhaupt faktenorientierte Menschen gibt, habe ich überhaupt im Moment Zweifel. Ja, ich habe riesige Zweifel, ob es überhaupt außer unseren 22 Professoren vom Weltrat und so weiter überhaupt faktenorientierte Menschen gibt. Denn ich erlebe immer wieder, dass andere Menschen Betonwände aus den vorteilbringenden Irrtümern sind, die sie einmal in ihrer Sozialisation übernommen haben und dass dagegen nie mehr was zu machen ist. Wechsel. Ja, ich kann gerne Wechsel 2 sagen. Dann sage ich nochmal kurz, die Punkte, die ich jetzt noch nicht ausführlicher dargelegt habe, kann man ja an anderer Stelle auch. Also Schenker bewegen sichert gegen Korruption in sich durch ein Verantwortungsvertrauensprinzip und eine Kultur, die ihresgleichen sucht. Schenker bewegen empfiehlt fürs Miteinander eine menschheitsfamiliäre Verbundenheit aufzubauen, die wie in den Frühzeiten der Menschheit es wirklich so sein lassen kann, dass man nicht zurückschlägt oder erstmal zuschlägt, sondern sich als Einheit fühlt und Vertrauen zueinander hat, auch das einem gegeben wird, auch ohne Abrechnung, ohne Vergeltungsabrechnung. Diese Verbundenheit wollen wir als Kulturgrundlage schaffen. Und dann kann das auch sicher Wechselwunsch. sein, dass da eben der Frieden auch gehalten werden kann untereinander und das Teilen untereinander und Schenken, das liebevolle Schenken. Dann lasse ich erstmal dich und ich habe ja noch ein bisschen dann um die in der gesellschaftlichen Dimension noch drei Punkte anzusprechen. Den einen hatte ich schon. Bitte schön. Ja, Wechsel 4. Nachdem ich ja das Resümee gesagt habe, dass wir nicht aus meiner Sicht nicht weiterkommen, aber trotzdem, die Technik ist gut an sich. Wenn in euren Kommunen einzelne Personen miteinander Kinder haben und die dann sozusagen monogame Beziehungen innerhalb der Kommune sind, dann wird es aus biologischer Sicht dort Eifersuchtsmorde geben, Eifersuchtskämpfe, Kriegskämpfe, Kämpfe um die Frauen, weil nämlich der Schutzmechanismus der Bonobo-Gruppenehe darin besteht, dass durch deren raffinierte Mechanismen all diese Dinge ausgeschlossen sind. Also auch eure Kommune wird zum Beispiel gar nicht gewaltfrei gehen, weil die Gewaltarmut der Bonobos ist ja an ein bestimmtes Lebenssystem gekoppelt. Wechsel.
Ja, Wechsel 2. Da glaube ich, das besser noch als die Sexualbefriedung bei den Bonobos. Die wäre natürlich auch, habe ich nichts gegen, auch in der Schenker-Kommune. Aber ansonsten, die freie Argumentekultur und gewaltfreie Konfliktbearbeitungskultur ist da, glaube ich, noch besser geeignet, um den Frieden zu sichern. Aber jetzt nochmal zur gesellschaftlichen Dimension. Sicherheit hat man eben im Kern, als Kernprinzip, wenn es nach dem Maßstab geht, was ist aufs Ganze sinnvoll und gut für alle. Und diese Vielfalt im Kopf schon mitzubedenken, schafft die Sicherheitsinstanz in sich, im Einzelnen. In der Gemeinschaft sind es dann diese Kommunikations- und Konflikt- und Konsensentscheidungsstrukturen, die diese Sicherheit so stark wie möglich machen. Und nach außen hin hatte ich schon gesagt, ein Mechanismus ist eben, dass wenn ein gewaltsamer Angriff kommt, man erst versucht auszureizen, wie viel geht auf dem Weg Argumente statt Fäuste. Also die Schenker werden vorgeschickt in weißen Gewändern und heben die Hände und sagen, lasst uns dann nach vernünftigen Argumenten gehen und eine Lösung suchen mit Konfliktbearbeitung und so weiter. Wenn sie umgehauen werden, haben die anderen dahinter eine andere Rechtfertigung oder moralische Kraft, um sich erforderlichenfalls auch mit Gewalt zu verteidigen, was die Verbündeten ja auch tun könnten. Und ja, ich sage nochmal, ich hoffe, die Rita Süssmuth schickt, wie ich sie gebeten hatte, passende Wissenschaftler, weil viele Leute sagen, Wechselwunsch. sie wollen Argumente statt Fäuste, und aber es wird nicht gründlich weiterverfolgt. Also wenn die Wissenschaftler kämen und würden so wirklich einen Methodenkatalog auch mit entwickeln lassen, wie wir in Schenker übrigens schon manche Methodenvorschläge haben, dann könnte das Ganze wenigstens so effektiv wie möglich werden. Aber wenn man sagt, wir würden alle lieber haben, dass friedliche Methoden sind statt Gewaltmethoden, und dann geht man nicht hin und macht das gründlich in Theorie und Praxis, so, arbeitet nicht so gut wie möglich aus, dann ist das noch nicht echt und ehrlich, nicht ernst, richtig ernst gemeint. Ende. Ja, danke schön an alle. Nein, nein, es ist noch nicht absolut Ende, sondern nur Nachbrennerende war Na, alles klar, das. super, da habe ich sogar noch Ende was. Ja, bedeutet dann gib mir nur erstmal was. Nachbrennerende. Ja? Ja, super, super. Und über die, ob du noch Konto hast, sagt das nichts. Das Konto, das wird durchs Piepen angezeigt. Piepen Okay, bedeutet super. Kontoende und Ende bedeutet Nachbrennerende. Ja? Alles klar, super. So, und jetzt Wechsel 4. Ja, ich muss für meine Zuschauer natürlich ganz klar erklären, dass ich mich natürlich von den Träumen von der Frau Süssmuth total distanziere. Ist alles unrealistisch. Solange wir nicht hingehen und den Kapitalismus beenden und der Waffenindustrie nicht den neuen Bezahlungsschlüssel geben, je mehr Tote, desto weniger Geld an euch, desto geringer die Gewinne. Dadurch wird sich nichts ändern. Der Rest ist aus meiner Sicht, was die Frau Süssmuth da angeregt hat, das ist für mich dann nur bla 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 bla. Wechsel. Alle haben noch ein bisschen Konto. Öffi hat sogar auch noch ein paar Okay, ja, Sekunden. dann weg der 2 nochmal. Dann geben wir doch die Chance. Also ich habe jetzt gehört, die CDU-CSU-Fraktion hat meinen offenen Brief auch an die Frau Süssmuth Piep, weitergeleitet, wo ich piep, gesagt piep. habe, ja, dann habe ich ja noch die 30 Sekunden, wo ich gesagt habe, wenn uns dieses Anliegen wirklich so auf dem Herzen liegt, dann lassen Sie uns den Kontaktfaden weiterführen, schicken Sie Wissenschaftler, damit wir einen richtig gründlichen Methodenkatalog ausarbeiten können, und geben Sie, helfen Sie mit, dass Raum ist für praktische Experimente, auch wie Friedenscamp. Und ja, geben wir allen die Chance. Wir machen es eh, und die anderen können gerne das unterstützen. Und dadurch kriegen wir auch die wissenschaftlichen Fakten, wie gut das alles geht. Ne? Ich behaupte, da kommt Gutes bei raus. Ende. Ja, Jannik hat noch Ciao an Konto alle. und Dylan hat noch Konto. Jannik, willst du erst? Dein Du kannst ruhig Schlussresümee für erstmal. heute. Achso, ja, gut, ich kann auch machen. Ja, Wechsel 3, dann sage ich kurz. Ja, das Schlussresümee meinerseits für heute ist, ich habe mal wieder interessiert zugehört, und auch wenn jetzt vielleicht nicht so viel Neues mit dabei war, hat mir diese Sendung vielleicht dabei geholfen, mit am Ball zu bleiben bei tiefgründigen, wichtigen Themen. Und das ist mein Schlussresümee für heute. Und dann gebe ich ab und sage Wechsel. Ja, Wechsel 4.
Ja, also mein Schlussresümee ist, dass wir hier auf unheimlich hohem Niveau reden, weil wir ja immerhin hier kommen, ja, die entscheidenden Überlegungen der Welt zutage, die von fast allen anderen Menschen gar nicht geteilt werden können, nämlich dass man entweder das gute Tun erzwingen muss, dass man auf jeden Fall das schlechte Tun beenden muss, und dass die Naturwissenschaftler halt sagen, nein, es geht nur über das finanzielle Abstrafen des Schlechtes tun und das finanzielle Belohnen des Gutes Tuns allen gegenüber, zumindest der Staatsgemeinschaft. Und dass die Schenker halt eben sagen, wir können auch den Menschen zu einem Gutes tun Tendenz generell entwickeln. So, Ende. Ja, ich habe nichts mehr. Es hat nur noch Yannick ein bisschen Konto. Ja, ich habe jetzt auch nichts weiter zu sagen und bedanke mich für den Abend. Ja, dann sagen wir alle Tschüss bis zum nächsten Samstag. Je Tschüss. nachdem, wenn ich mal nicht da bin, Leute, dann bin ich halt ausnahmsweise mal beim Karaoke. Dann bin ich wahrscheinlich das nächste Mal mal wieder dabei, weil ich mich jetzt nur noch danach richte, mich zu amüsieren, bis ich endlich hoffentlich bald sterbe und dem Kapitalismus entfliehe. Denn ich, im Moment bin ich richtig hoffnungslos. Ich sage, mit der Menschheit ist nichts. Mein neuestes Lied heißt, das ist doch Ja, als Anekdote, das Mikro hat auch schon hoffnungslos. mein neuestes Lied heißt, hat den Titel, hat die traurigsten Akkorde, die man sich vorstellen kann. Und es heißt, Mankind will suffer forever. Every day a little bit more. Mankind will suffer forever. Every day a little bit more. Das glaube ich leider zurzeit gerade. Also, bis Ja, du bist demnächst. ein großer Bis demnächst. Künstler. Alles Ja, klar. Dankeschön. ciao.